Hallo Freunde und herzlich willkommen zu den News am Sonntag. Fleisch aus dem Drucker? Ja, was so absolut bekloppt klingt, ist tatsächlich die Idee einiger US-Wissenschaftler, die den, zumindest ihrer Meinung nach, endgültigen Schritt gegen Massentierhaltung und Tierschlachtung gefunden haben. Fleisch aus dem Drucker! Fuck yeah! Beches! Was zum Die Idee und die Technik, die sich dahinter verbergen, sind im Prinzip Fleisch in einem 3D-Drucker, der das Ganze dann wohl auch irgendwie in Form bringt, aus verschiedenen Zellfasern zusammen zu konstruieren. Das Verfahren an sich kommt aus der Medizin, da wird es eingesetzt, um beispielsweise neue Haut für Brandopfer zu rekonstruieren. Ich finde, genau da gehört das auch hin, aber die Firma, die das tut, hat sich jetzt überlegt, wir erfinden mal das essbare Druckerfleisch. Mother of God. Sicherlich ist da der Tierschutzgedanke dabei, natürlich ist auch der Klimagedanke dabei, aber ich finde, wir ziehen uns in unserer heutigen Gesellschaft schon genug künstliche Scheiße rein. Und wenn ich mir dann vorstelle, in meinen saftigen Burger zu beißen, für den ich ja nur schon Bio-Rindfleisch kaufen kann, und da ist aber statt glücklich geschlachtetem Rindfleisch nur noch eine Tofu-Faser oder Pflanzenfasern oder was auch immer drin, und das Ganze dann noch aus dem Drucker kommt... Aber Moment mal, wenn ich nahezu perfekt nachgebildetes, echtes Fleisch aus einem 3D-Drucker kriege, der mir das auch noch in Form bringt, je nachdem, wie ich das möchte. Okay, ganz ehrlich, wer von euch denkt jetzt gerade auch nicht an Burger? Lasst uns die Pornoindustrie revolutionieren! Was? 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 Zu viel für YouTube? Okay, was haltet ihr von diesem Bio-Tinte-Druckerfleisch? Ist das Ganze nur so eine Unternehmensidee, um irgendwie wieder Kohle reinzukriegen? Ist es tatsächlich die Alternative zur Tierhaltung? Abgesehen davon brauchen wir als Menschen in unserer Ernährung tierische Aminosäuren. Und außerdem stehen wir in der Nahrungskette nun mal ganz oben. Verdammte Axt, wir haben Daumen! Apropos Daumen, diese kann man für ein Video übrigens hochgeben. Man hat allerdings an der Hand, an der die Daumen sind, auch noch die Finger. Mit diesen kann man Internetseiten eintippen. Und wenn wir gerade beim Thema Internet sind... Ja, danke, danke, dankeschön. Ja, das mit den Überleitungen halt drauf, ne? Dann lasst uns doch mal über das derzeitige Clean IT Project der EU sprechen. Im Kampf gegen das Verbrechen sollen Browser und Internetanbieter die persönlichen Daten und Aktivitäten im Netz all ihrer Kunden aufzeichnen und speichern. In den Entwürfen des Projekts heißt es unter anderem wörtlich, dass dieses Clean-IT-Projekt der EU nötig wäre, um die terroristische Nutzung des Internets einzuschränken und die illegale Benutzung des Internets zu bekämpfen. Merkt ihr was? Illegales Downloaden wird immer noch härter formuliert und bekämpft als, keine Ahnung, Leute in die Luft sprengen. Politik werde ich nie verstehen. Die Privatsphäre im Internet ginge mit diesem Schritt auf jeden Fall endgültig verloren. Das Speichern aller Daten und Aktivitäten im Netz sowie die Passwortabfrage, um auf persönliche Konten und zum Beispiel soziale Netzwerke zugreifen. Ja, das macht Sinn. Vor allen Dingen bei der Terrorbekämpfung, weil ja alle Terroristen ihre Aktionen über Facebook planen. Ein Facebook-Nachricht. Oh, der Peter hat mich zur Veranstaltung Bombenparty in Flugzeug nach USA eingeladen. Der Peter! Ja, über meine Interpretation eines ungarisch-österreichischen Terroristen reden wir jetzt einfach mal nicht. Mit Clean IT soll es außerdem möglich sein, dass Staatsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden bestimmte Inhalte aus dem Internet entfernen oder für ganze Länder sperren. Des Weiteren sollen die Uploads der Nutzer kontrolliert werden, um festzustellen und festzuhalten, wer welche Inhalte online zur Verfügung stellt. Das ist dann quasi die totale Überwachung. Whoop-de-fucking-do. Was meint ihr, ist es überhaupt gerechtfertigt oder möglich, so stark zu kontrollieren, so stark einzugrenzen? Klar, ich verstehe solche Ansätze, beispielsweise beim Kampf gegen Kinderpornografie, das unterstütze ich auch voll. Aber es ist deswegen angebracht, jeden von vornherein gleich zu behandeln, nämlich wie einen potenziellen Straftäter. Das ist nicht rechtens. Das wäre ja, als würden Fernsehsender jeden Zocker als Amokläufer darstellen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dazu eure Meinung mal in die Kommentare schreibt. Wer von euch noch mehr Infos haben will oder braucht, Artikel dazu wie alle anderen Infos auch in der Videobeschreibung. Als nächstes noch ein kleines Update für alle Zocker unter uns. Und zwar eins, das mich auch persönlich ganz besonders freut. Call of Duty Black Ops 2 kommt immer näher. Und es gibt jetzt noch mehr Grund, sich drauf zu freuen. Noch mehr. Klar, viele von euch kennen den Zombie-Mode aus Black Ops 1. Der, wo man in kleinen Arealen, quasi abgegrenzte Arenen, so lange wie möglich überlebt. Oder eben auch nicht. Wenn man ein Kacknoob ist. Ich persönlich fand's ganz spaßig, aber ein bisschen klein und eng. Diejenigen von euch, die jetzt gerade pädophilen Witze reißen, kommen in die Hölle. Black Ops 2 grätscht jetzt voll in die Richtung von uns Zombie-Fans, denn der neue Zombie-Mode ist der Hammer. Riesige Levels mit einer Art Quest-and-Strike-System, das kennt man ja aus Spielen wie beispielsweise Left 4 Dead 2, und der neue Zombie-Mode wird sogar storybasiert sein. Es geht sogar noch weiter. Noch nicht offiziell bestätigten Berichten zufolge soll es möglich sein, den kompletten Black Ops 2 Singleplayer-Modus, die komplette Story-Kampagne in
einer Zombie-Variante zu spielen. Ob das tatsächlich so ist oder ob die Modding-Szene da schon in ganz großem Stil dran ist und ob das Spiel in der Form überhaupt bei uns in Deutschland erscheint, ich befürchte ja nicht. Darüber halte ich euch gerne auf dem Laufenden. Ich persönlich freue mich jedenfalls riesig drauf. Wie sieht es bei euch aus? Welches ist das Spiel, auf das ihr dieses Jahr bzw. Anfang nächsten Jahres kaum noch warten könnt? Bei mir hat sich die böse Wartezeit schon ein wenig verkürzt. Borderlands 2 ist ja bereits erschienen. Gott, ich suchte. Ich habe mein soziales Leben auf ein Minimum beschränkt und bin glücklich, aber gefährdet. Was sagt ihr, worauf wartet ihr? Wartet ihr eventuell auf die Wii U? Oh ja, der neue Wii U-Controller ist so handlich und praktisch. Packt eure Antworten einfach in die Comments und wenn ihr mit dem Mauszeiger schon da unten unterwegs seid, dann vergesst nicht. Hutgas! Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, eine entspannte Woche. Sagt Cheerio, wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag wieder. Und bis dahin, schlaft gut.